24 Stunden reichen einfach irgendwie nicht am Tag aus. Man muss einfach immer durchgehend arbeiten. Wir haben knapp 5 Monate Zeit, um unsere Kollektion zu realisieren. Meine Abschlussarbeit ist mir sehr wichtig. Du musst natürlich mir helfen, jetzt einzuordnen, was wir gerade sehen. Ich heiße Mustafa, studiere Modedesign an der Hochschule Hannover und sitze gerade an meiner Bachelorarbeit und arbeite Tag und Nacht an meiner Abschlusskollektion. Guten Morgen. Ich packe jetzt erstmal meine Sachen aus. Da kommen wir an so ein Problem. Ich hoffe mir, dass alles passt, was ich bis jetzt gemacht habe. Also wenn jetzt Frau Glomp sagt, diese Jacke passt nicht oder die Hose sitzt nicht gut, dann muss ich mich nochmal hinsetzen, wieder Nachtschichten schieben. Das muss noch heute anprobiert werden. Das hatte ich noch gar nicht am Model gesehen. Dann habe ich eine weite Hose gemacht. Bei mir ist immer das Problem, dass ich immer meine Sachen irgendwie überall ausbreiten möchte, und, um einfach einen Überblick zu haben. Und mir reicht das, also das ist eigentlich ja für 2 Leute gedacht hier, aber ich nehme dann gleich alles wieder irgendwie ein. So, es geht auch jetzt gerade um diesen Oberteil. Das war ganz am Anfang ein T-Shirt-Schnitt. Und die habe ich jetzt eben abgewandelt, also ein engeres Top quasi, ein Oberteil. Da ist jetzt der Kragen immer noch zu tief und das musste jetzt ein bisschen hochgesetzt werden. Da nehme ich dann eben mein Maßband und messe anhand eben der Puppenhals die Strecke, die ich brauche, um eben nochmal hochzugehen in meinem Originalschnittteil. Also vorne 6 und hinten 4 cm muss ich hoch. Also hier merke ich schon, dass ich jetzt doch ein bisschen beeilen muss, weil um 12 Uhr kommt ja ein Model. Ursprünglich komme ich aus dem Irak. Ich bin 2001 mit meiner Mutter, als ich 9 Jahre alt war, nach Deutschland geflüchtet. Und das waren eben über viele verschiedene Wege, die man eben bestreiten musste, sei es über Land oder eben Wasser. Mein Thema heißt Stadt-Land-Flucht, bezieht sich eben auf meine Flucht aus dem Irak und eben die Kulturen, also die beiden Kulturen, mit der ich aufgewachsen bin, also meine arabische Wurzeln und eben die deutsche, mit der ich aufgewachsen bin. Das ist auch so eine Anspielung an eben diese Geflüchteten, die eben diese Schwimmwesten anhaben, wenn sie auf diesen Speedboats sind, wo ich auch eben diese Verbindung habe, weil ich eben auch das selber erlebt habe. Die Kollektion soll an sich aus 9 Outfits bestehen, ne? Mit jeweils mindestens 2 Teilen pro Outfit. Die Sachen, die mich persönlich so antreiben, ist alles in diesem Studiengang gegeben. Also sei es jetzt das Handwerkliche, sei es das Kreative oder eben auch dieser Austausch mit Menschen. Das ist alles so ein Komplettpaket. Das war so der ausschlaggebende Grund, warum ich dann eben mit dem Studium angefangen habe. Bei meiner Mutter war es halt eben sehr schwierig, weil sie wollte immer, dass ich Arzt werde, Anwalt werde. So diese typischen klassischen Berufszweige, die man machen sollte. So. Das erste Mal wurde ich, glaube ich, schon ausgelacht, weil das sich, glaube ich, keiner gut vorstellen konnte. Im Studiengang Modedesign ist es schon auffällig, dass die Frauenquote hoch ist. Das war mir vorher auch nicht bewusst, aber klar, man hat sich immer gewundert, wenn man dann der einzige Junge war im Kurs. Das war dann immer sehr auffällig. Bei mir ist es auch zum Beispiel so, dass ich eigentlich Schnitt sehr schwach bin oder mir sehr viel selber beibringen musste. Also wenn man kein Wissen sich aneignet, was Schnitt angeht, weil das ist das A und O, das Kleidungsstück muss halt am Körper sitzen. Ne? Und wenn man das nicht schafft, dann ist man aufgeschmissen. Man muss halt eben genau arbeiten, um dann im Nachhinein nicht das nochmal machen zu müssen. So. Ich versuche mal die Nerven zu behalten, weil ich weiß, wenn ich die Nerven nicht behalte, dann mache ich mehr Fehler, als wenn ich jetzt einfach ganz cool bleibe und versuche, ja, das einfach entspannt anzugehen. Was man an Material braucht, das ist echt wahnsinnig. Also die Scheren sind eben extrem teuer und
die ganzen Utensilien, die man einfach braucht. Das ist, ja, das weiß man, glaube ich, auch vorher nicht, wenn man Modedesign studieren möchte, was für Kosten eigentlich auf einen zukommen. Ich gehe jetzt an meine Lieblingsmaschine, die ist noch frei. Ich habe alles dabei. Ist noch einer der alten. Wir haben auch viele, also neue moderne hier, aber ich arbeite gerne an den alten. Ich fühle mich einfach wohler. Ich habe, als ich angefangen habe, saß ich halt immer an den alten und hat sich immer irgendwie so, ja, festgesetzt. Wir haben knapp 5 Monate Zeit, um unsere Kollektion zu realisieren. Und da gibt es halt eben viele schlaflose Nächte. Also 24 Stunden reichen einfach irgendwie nicht am Tag aus. Man muss einfach immer durchgehend arbeiten. Ich fühle mich jetzt schon unter Druck gesetzt. Ja, je näher die Anprobe kommt, desto hektischer wird alles auch. Ich nähe gerade mein Halsloch quasi, beziehungsweise meinen Kragen von meinem Oberteil zusammen. Und das ist halt wichtig für die Anprobe, weil ich meiner Professorin zeigen möchte, was ich quasi mit meinem Kleidungsstück erreichen möchte. Also klar, man vergleicht sich schon, man guckt auch schon auf die anderen auch, wie sie, was sie machen. Diese Ellbogenmentalität ist leider ziemlich oft da, was sehr schade ist, weil das nicht sein sollte. So, und das sieht gut aus. Das hat genau die Passform, die ich jetzt mir halt hier gewünscht habe auch, ne? Und wie ich mir das vorgestellt habe. Meine Abschlussarbeit ist mir sehr wichtig, weil ich eben die letzten 4 Jahre darauf hingearbeitet habe. Und das wird jetzt eben dann zeigen, ob das, was ich jetzt gelernt habe oder mir angeeignet habe, auch gut ist oder richtig ist soweit. Und es ist halt auch für meine Zukunft dann jetzt auch ausschlaggebend, in welche Richtung ich mich dann auch dann bewegen werde. Je kürzer, desto besser, genau, weil dann hat man eben alles richtig gemacht und braucht man auch nicht mehr so viel drüber reden. Also da gibt es auch dann nicht mehr so viel zu sagen. Dann segnet sie was ab und gut ist. Also ich bin an sich immer sehr entspannt. Also ich versuche mich wirklich nicht zu stressen. Aber jetzt ist schon kritisch. Da kannst du dich auch irgendwie ausbreiten. Den muss man nochmal abstecken, aber das gucken wir gleich und kriegst nochmal ein Oberteil. Das ist hinten, dass du okay weißt. Okay. Genau. Gut. Bis gleich. Aufregend alles, oder? Ich war aufgeregt, weil das dann schon ein sehr großer Druck ist, auch abgesehen von dem von Professoren, das, was die dann dazu sagen werden. Diese Erwartungshaltung halt von den anderen, denke ich, war auch groß. Also meine erste Präsentation vor anderen, das habe ich da vorne in der Ecke gehalten. Ich dachte mir, das ist ein ganz guter Ort, weil das Licht auch schön draufgefallen ist und wo man eben sich ganz gut drumherum stellen konnte. Ich habe mich von Alice im Wunderland inspirieren lassen. Ich wusste nicht, wie ich anfangen soll. Ja, man schwitzt auch ganz leicht, ne? Also man, ja. Das nimmt mich eigentlich immer noch so mit, weil das war, nur um das einfach nur zu erklären, weil ich, als ich nach Deutschland gekommen bin, kannte ich die Sprache ja nicht und das war halt so doof, dass ich in eine Kleinstadt gekommen bin, wo man mich gehänselt hat, so. Und das löst dann immer so Emotionen, wenn ich immer dann vor den Leuten sprechen muss oder irgendwas sagen muss, dann mache ich immer so viel Gedanken. Hallo. Hallo. Mustafa, wie geht's denn so? Gut, mir geht's gut. Ich bin nur ein bisschen müde. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Ja. ja, dementsprechend eigentlich ganz ja, okay. Mustafa, du musst natürlich mir helfen, jetzt einzuordnen, was wir gerade sehen. Ich denke mal, das ist der Print overall. Dann fangen wir damit jetzt an. Also leider heute nur Kurzarm und Langarm.
Jo, Mustafa, was fällt auf? Kragen, stimmt ja. Nicht, ne? Kragen ist das Verrutschte. Da ist natürlich der Fehler, wenn ein Halsloch nicht sitzt, kann der Kragen niemals sitzen. Mhm. Aber jetzt mal abgesehen davon, so ein relativ eng anliegendes Overall-Teil ist mit das Schwierigste, was man machen kann. Und ich finde, vom ersten Blick ist das schon mal super. Man sieht das an Frau Glomm sehr schnell, wenn sie zufrieden ist. Wenn sie sich freut, dann sieht man das auch an ihrer Haltung. Und eben, dass sie dann ja oder ja toll ruft und so. Super toller Rücken. Oh. Wunderschön. Einmal bitte die Arme. Schön. Gut, dann haben wir das durch. Mir geht's super, also ist besser gelaufen, als ich gedacht habe. Zwar viele Änderungen, aber gute Änderungen, also machbare Änderungen. Und ja, vollkommen zufrieden bis jetzt. Ich kann heute mit gutem Gewissen ins Bett gehen und mal auch ausschlafen heute Nacht. Und morgen geht's dann halt eben weiter. In 5 bis 10 Jahren sehe ich mich definitiv in einer Nachhaltigkeit, indem ich eigene Label gründe, bei der ich vielleicht die Leute oder die Menschen inspirieren kann, nachhaltiger oder bewusster zu konsumieren. Welchen Studiengang oder Beruf wollt ihr noch Alpha Uni sehen? Bitte schreibt mir das in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr von Alpha Uni sehen wollt, dann klickt hier hin. Für ein weiteres Video hier hin.